Howdy Leute und willkommen zurück zum nächsten Teil von Call of Duty Advanced Warfare. Wir wollen mal weiter mit der Kampagne starten und werden auch schon heftig bombardiert von irgendwelchen Leuten. Gegen wen kämpfen wir eigentlich hier? Also ich weiß, dass wir hier momentan gegen Nordkorea, also in Nordkorea sind. Aber ist eigentlich Nordkorea jetzt auch unser Feind in dem Spiel? Weiß ich jetzt eigentlich gar nicht. Okay. Wir müssen uns... Oh fuck, wir sollen hier runterspringen. Okay, gern geschossen. Wir werden getroffen, ja. Ich merk's nicht. Der Bildschirm ist ja nicht voller Blut. Ich werde natürlich... Ich merk's nicht. Okay. Ah. Ey, scheiße, den muss ich ja noch nach... Ey, man kann in der Luft nachladen, Leute. Warte mal, muss ich mal ausprobieren. Tatsächlich. Das ist mal geil. Das ist wirklich geil. Du kannst in der Luft damit sogar nachladen. Oh, fuck. Ey, hör mal auf mit deiner Schrotflinte. Und ihr, der erst recht. Ach du scheiße, Drohnen. Wer sich nicht nehmt. Sonst... Alles Mögliche schreit mein Kamerad mir ins Ohr. Aber dass da Drohnen sind, das schreit er mir natürlich nicht ins Ohr. Na gut, wir können sie abballern. Mal gucken, wir haben das so intelligente Granaten angeblich. Vielleicht treffen die ja irgendwie. Ah, was ballert mich denn hier die ganze Zeit ab? Okay. Ja klar, die intelligente Granate. Ach, da hinten sind welche. Ich bin ein Genie. Ja, ein Granatengenie, wie es aussieht. Du wolltest sagen. Wir schaffen das! Weiter zum Werfer! Okay, oh, was haben wir denn da oben? Schönes Liegen. Weiter zum Werfer. Ach, wahrscheinlich der Granatwerfer, oder? Oder was ist das für ein Werfer? Weiß der Geil. Ach, der... Ach nee, man nimmt keinen Granatenwerfer heute mehr. Man nimmt direkt ein riesen Flugzeug. Mitchell, hier rüber! Ich bin da! Die Ladung. Timer läuft jetzt... Ah! Ah! Ach, Scheiße! Mein Arm ist gebrochen! Du Scheiße, wie... Los, zieh! Scheiße! Schäd dich nicht um den Timer! Noch einmal! Zieh! Beheben ab! Du musst weg! Los! Mitchell! Wir haben keine Zeit! Du musst springen! Jetzt! Ist okay. Seh dich auf der anderen Seite. Mitchell! Spaceman! Badger 2 hat's erwischt, ich brauche einen Rettungstransport! Einen Moment. Schön durchhalten. Alles wird gut. Wir bringen dich heim. Wow! Oh mein Gott! Das ist schon fast wie in The Walking Dead. Einfach mal eben den Arm. Ich frage mich nur, wie hat er den Arm verloren? Also ich weiß, habe ja gerade irgendwie gesehen, die Explosion, sein Kamerad ist wahrscheinlich ums Leben gekommen, würde ich mal sagen. Aber wie hat er seinen Arm verloren? Wir haben gesehen, dass dieser Colonel oder was auch immer, also der eine Soldat, der den jetzt da gerettet hat, anscheinend sein, der Hauptmann, würde ich jetzt mal sagen, eine Tür von ihm runtergenommen hat. Anscheinend ist da irgendwie... Weißt du, von einer Druckwelle wahrscheinlich irgendwie der Arm durchgeschnitten worden. War ja auch ein glatter Durchschnitt. Durchschuss. Ja, wie sagt man? Durchschnitt? Würde man sagen Durchschnitt, oder? Aber ist ja eigentlich, wir sind ja eigentlich nicht in der Schule. Mit der Mathe-Durchschnitt.
Aber gut. Egal, machen wir mal weiter. Hä? Können wir verbessern, okay? Das muss einmal ja auch mal gesagt werden, nicht wahr? Widerstand, Premiergranaten, ja. Wie funktioniert das denn, das? Rückstoß. Ja, machen wir mal am besten Widerstand, oder? Oh, wir haben schon wieder eine Trophäe verdient, was man hier alles verdient. Ach so, wir haben zu wenig. Ja, okay, nächste Mission. Nach einem zweiten Tag heftiger Gefechte ist es den US Marines gelungen, die nordkoreanischen Streitkräfte aus Seoul zu vertreiben. Da bald eine weitere Division eintreffen soll, besteht große Hoffnung, dass die Region bald wieder Frieden und Stabilität erfahren wird. Wieso wird einer verschont und der andere nicht? Bis heute weiß ich keine Antwort. Aber der Tod holt uns alle. Irgendwann. Wenn in 4 Stunden mehr als 6000 Männer sterben, ist ein Todesfall nur noch eine Nummer. Ich wusste nur, dass mein bester Freund fort war. Ein Teil von mir wünschte, es hätte mich getroffen. Die Toten haben ihre Schuld beglichen. Jetzt sind die Lebenden an der Reihe. Wir verabschieden uns von Private William Robert Irons. Es war meine Ehre, dass er unter meinem Kommando stand. Der Wert eines Lebens wird durch den Einfluss bestimmt, den es auf andere hatte. Daran gemessen war Private Irons einer unserer Besten. Hinterlässt Familie, Freunde, Marines-Kollegen und eine dankbare Nation. Okay, wir sollen also kondolieren. Anscheinend, wie ich schon sagte, er ist tatsächlich gestorben. Ja, das ist sehr traurig. Aber die Amerikaner, die trauen echt immer irgendwie um ihre Soldaten. Das ist schon krass, wer hier alles so ist. Aber wisst ihr, was ich auch immer krass finde? Wie die Leute, wie die hier. Mit Sonnenbrille. Also das finde ich auch immer krass, auf zum Grab, also zu einer Beerdigung zu kommen in Sonnenbrille. Wir werden dich nicht vergessen, Alter. Was ist der beste Kollege? Also wollen wir weitermachen. Wir müssen nach vorne sehen. Auch wenn wir keinen Arm mehr haben. Tut mir leid, Mitchell. Will war einer der Besten. Wir kümmern uns umeinander. Wenn du was brauchst. Verzeihung, Private Mitchell. Jonathan Irons, Wills Vater. Mr. Irons, es tut mir sehr leid, Sir. Das glaube ich, Sergeant. Private Mitchell, Sie waren Wills bester Freund. Sie haben beide einen zu hohen Preis für Ihr Land gezahlt. Es war eine schreckliche Tragödie, Sir. Das war nicht nur schrecklich, Sergeant. Es war auch unnötig. Junge, ich biete Ihnen eine zweite Chance. Mr. Irons. Mitchell wurde entlassen mit seinen Verletzungen. Ich weiß von seinen Verletzungen, Sergeant. Bei Atlas haben wir Prothesen, die denen des Militärs 20 Jahre voraus sind. Will sagte mir, was für ein Soldat Sie sind. Sie sollten für ein Militär kämpfen, das ebenso effektiv wie Sie ist. Erwägen Sie es. Wills Tod sollte nicht umsonst sein. Sergeant? Okay, diesmal weiß jeder, was zu tun ist. In Position gehen. Ja, und da war auch schon der erste Auftritt des Oscars-Preisträgers Kevin Spacey. Ein sehr großer Schauspieler, finde ich. Korrigiere. 3.
Vor allem auch in der Serie House of Cards, wo er ja auch die Hauptrolle spielt. Also wirklich beeindruckend, dass sie so eine Hollywood-Granate da wirklich für so ein Spiel gewinnen konnten. Und sogar, wie ich glaube, das war sogar die deutsche Synchronstimme von dem. Kann das nicht sagen? Ich meine, das ist so. Hybrid ein und aus. Hybrid. Schalte sie aus. Ja, okay. Ja, steht doch Hybrid. Ich drücke da den richtigen Knopf, oder nicht? Schalte sie aus. Hybrid 1. Schalte sie aus. Was ist das für Hybrid? Weißt du, gell, was jetzt ein Hybrid ist? Oder welchen Knopf ich da jetzt drücken musste? Ich glaube, ich hoffe jedenfalls, ich habe den richtigen hoffentlich. Hab ihn. Zur Küche. Okay, du hast ihn. In Ordnung. Wo sind wir eigentlich hier? Ich frage mich echt, was unser Ziel gerade ist. Wir registrieren den Präsidenten. Medienraum Südflügel. Verstanden, Prophet. Wir sind drin. So, ich muss noch mal kurz leider in die Emotionen, weil mir das doch noch irgendwie, ich weiß nicht. Ich muss mal kurz gucken. Ich glaube, so ist besser. Wirf eine Warngranate. Ja, sieht schon besser aus. Okay, Warngranate ist da. Verdammt, das war die falsche Granate! Hab ich doch. Raum sicher! Ja, weiß ich doch nie. Sicher. Ah. Einen Call of Duty konnte man dann meistens noch kaputt schießen. An der Tür aufstellen. Okay, wow, ganz modernes Türschloss. Da kommen wir aber nicht rein, okay. Wir machen okay, das leise. Kein Problem für uns. Okay, Action pur, juhu! So, das war's. Nein, da kommt noch einer. Ey, der merkt gar nichts. Ich baller an dem vorbei. Mr. President, ich verstehe. Wir sind ein Atlas-Rettungsteam. Können Sie er sich war authentifizieren? Auf dem stillen Örtchen. Zulu, Tango. Okay, den Kopf unten halten und ganz nah bleiben. In Ordnung, Junge. Prophet, wir haben das Paket. Okay. Wir begeben uns zur Evakuierung. Verstanden, Atlas 01. Prophet. Auf zur nördlichen Zugangsstraße. Ey, glaube ich ja jetzt nicht. Nennen die, haben die den gleichen Namen wie bei Crisis gegeben. Der heißt ja Prophet. Prophet. Ja, guck mal, was es alles gibt. Mehrere Feinde beim Pool. Wow, Wache. Ausschalten. Komm. Setz mich in Bewegung! Fuck! Wir haben hier einen. Ah, oh! Alles okay? Was mit seinem Arm. Ah ja, wie ich, habe ich noch gar nicht erwähnt, wie man sieht, hat er anscheinend den Deal eingegangen mit dem Vater seines toten Marines. Und anscheinend hat er jetzt so eine Armprothese, die sehr menschlich aussieht, würde ich jetzt mal so sagen. Intelligente Granate unterwegs. Irgendwie sind diese intelligenten Granaten ja schon irgendwie richtig geil. Auch wenn ich am Anfang irgendwie skeptisch, weil ich das gehört habe, dass sie da so intelligente Granaten machen wollen. Sanitäter ja, ich auch nichts über okay. Ah, scheiße, ich verwechsel die Knöpfe immer noch. Okay, zwei auf einen Streich, das gefällt los, mir. Los. Okay, ich soll dir folgen, dann lauf mal schneller. Hier, wie man auch sieht, sehe ich gerade auf der Waffe steht sogar das Firmenlogo drauf. Steht nämlich jetzt Atlas drauf. Volle Deckung. Nicht angreifen, einfach vorbeilassen. Okay, einfach vorbeilassen. Ich
Kein Problem. Machen wir wie in jedem Call of Duty. Ist ja bekannt, dass es immer in Call of Duty irgendwie so eine Truppe gibt da. Okay, weiter. Okay, wohin? Wo sind die restlichen? Ach, da ist der andere. Prophet, wir nähern uns der nördlichen Zugangsstraße. Wie ist der Evakuierungsstatus? Transporter kommt schnell rein. Ankunft in einer Minute. Wir müssen uns eingraben, bis unser Fahrzeug da ist. Haltet sie auf! Was zur Hölle ist mit deinem Arm? Irgendwas stimmt mit unserem Arm auf jeden Fall nicht, mit unserer Prothese. Atlas 01, Evakuierung ist gleich da. Los, los! Da ist unser Gefährt! Mitchell, bring den Präsidenten rein! Na, Scheiße! Autsch! Nein! Schlampig, Mitchell. Du bist ein toter Mann. Zurücksetzen! Keine Entschuldigung für Ausrüstungsversagen. Die beste Waffe ist die zwischen deinen Ohren. Benutze sie. Simulation wird zurückgesetzt. Alle zurück auf Anfangsposition. Nee, jetzt, oder? Das war sein Arm, Sir. Ich wusste, es ist zu früh. Dieser Arm ist mir mehr wert als die gesamte Anlage. Wie geht's meinem Jungen? Wir arbeiten noch daran. Dann arbeitet weiter. Er ist ein toller Soldat. Wahrlich ein trauriger Tag, wenn das Militär keine Verwendung für gute Männer wie dich hat. Spring rein. Machen wir eine Tour. Okay, ich mache gerne eine Tour mit euch, aber eigentlich darf ich nicht zu fremden Menschen einsteigen. Aber gut, du bist ja nicht fremd. Du bist berühmter Hollywood-Schauspieler. Joker, wir bringen Mitchell zur Forschung. Bereitet die Simulation für einen weiteren Durchlauf vor. Okay, Boss. Du siehst hier fortschrittliche Kriegsführung. Atlas hat das größte stehende Militär der Welt. Aber wir unterstehen keinem Land. Im Gegensatz zur Regierung zeigen wir offen, wozu wir fähig sind. Wir verkaufen keine Politik, sondern Macht. Wir sind eine käufliche Supermacht. Nicht schlecht, so eine... Ach du Scheiße. Macht bedeutet nicht nur die Fähigkeit zu zerstören. Atlas hat Infrastruktur an Orten gebaut wie Korea, Sierra Leone und Nigeria. Wir schaffen in ein paar Jahren, wozu Regierungen Jahrzehnte brauchen. In Wahrheit sind wir oft effektiver als die Regierungen, die uns beauftragen. Wie man so noch schmerzliche Art erfahren hat. Ja... Leider. Mitchell, ich weiß, du machst das nicht für Geld. Daran erinnerst du mich sehr an Will. Jetzt reparieren wir den Arm. Ja klar, der fährt weg und sagt, jetzt reparieren wir also gut, den Arm. Hier drüben. Ey, was ist das denn für einer? Raymond. Scheiße, sieht der bedrohlich aus mit diesem komischen Ding. Gefällt mir ja gar nicht. Ach, und er ist Gideon. Oder Gideon. Ich glaube, Gideon wird's ausgesprochen. Eins hat dich ins Herz geschlossen. Lass es dir nicht zu Kopf steigen. Nee, klar lasse ich es mir nicht zum Kopf steigen. Ich will meinen Kopf ja schließlich noch behalten. Meinen Arm habe ich ja schon verloren. Wir haben zwei Arten von Kopfprothese. Nee, danke. Beide haben jeweils eine primäre und eine sekundäre Fähigkeit. Der Angriffsexo ist mit Boostsprung ausgestattet, sowie mit Schall gegen Menschenmassen. Der Spezialisten-Exo, den du trägst, hat einen eingebauten Schild, sowie einen Overdrive. Die
Techniker erwarten dich. Lass das Ding reparieren. Cool, also so wie da, oder wie? Hey, guckt euch das mal an. Da läuft mit so einem Schild und lässt sich abballern. Rein, Mitchell. Ey, da muss man aber auch viel Mut für haben. Das nenne ich mal krass. Das ist genau wie die lass hier panzersicheres Glas, kugelsicheres Glas und alles mögliche bauen. Finde ich auch so krass, dass die damit werben, dass die sich auf sich schießen lassen, wenn sie hinter so einer Scheibe hocken. Boah, ja, sie warten. Ich hab's kapiert, du alter störender Sack. Herrgott nochmal. Du bist so ein richtiger Militärfritz. Kann das sein, Gideon? Oh, na gut, ich gehe ja schon. Hallo, Onkel Doktor. Hallo, Mitchell. Sehen wir uns den Arm mal an. Bitte, hier herüber. Ja, gerne. Los, legen Sie den Arm auf den Tisch. Ja, seid doch mal ein bisschen netter zu mir. Ich bin ein Marine oder ein Ex-Marine. Ich gehöre zur käuflichen Supermacht. Okay, ich lasse eine Diagnose durchlaufen. Versuchen Sie bitte, Ihren Arm zu bewegen. Ja, machen Sie das. Das ist aber nicht der Arm, das sind nur die Finger. Ich nehme eine kleine Änderung vor. Moment. Okay, nochmal bitte. Okay. Ah, jetzt geht's schon besser. Ich denke, ich erkenne das Problem. Noch einmal bitte. Ah, jetzt ist schon besser, ja. So muss ein Roboterarm funktionieren. Alles klar, fertig. Aber ich empfehle einige Schießübungen, um die Kalibrierung zu testen. Ja, Schießübungen. Klar, ich baller gerne. Dann wollen wir da mal los. Dann wollen wir da mal Gideon treffen. Und da haben wir auch schon Gideon. Ach du Scheiße, was passiert denn hier? Angriffsexo. Die armen Schweine haben keine Chance. Ach, das ist dieses Exoskelett, oder wie sich das nennt. Verstehe. Jo, joggen wir mal, Gideon. Komm, joggen. Ist gut für die Nerven. Aber guckt euch mal, wie viel Metall der da auf hat. Den ganzen Körper mitträgt. Muss doch auch ganz schön schwer sein. Schon wieder, okay, hier bin ich. Willst du was beweisen? Oh, eine Frau. Muss ich nicht. Ich bin schon auf Platz 1. Ilona, hallo. Oh, die ist aber scheiß schwer bewaffnet. Also gut, ausrüsten. Mit der lege ich mich da nicht an. Ja, okay, kann ich nie. Ach. Schade, dann nehmen wir einfach mal die Knarre. Nimm meine Waffe, Mitchell. Dein Exo ist mit einem Overdrive ausgerüstet. Setz ihn ein, um einen taktischen Vorteil zu erlangen. Die Overdrive-Batterie leert sich schnell. Was? Setz ihn also sparsam ein. Geh an die Station, wenn du bereit bist. Aktiviere Zieltraining. Starte Runde 1. Krieg jetzt halt keine Ahnung, wofür das gut ist. Einsetzen. Scheiße nachladen, immer diese scheiß Summe nachladen. Ja, super, kein Schild, okay. Da gerade auf dem Augenwinkel. Scheiße. Ma! Overdrive einsetzen. Runde 3. Boah, das ist ganz richtig. Okay, volle Konzentration. Also wenn es eine Trophäe geben würde, die alle zu treffen. Ich glaube,
Die würden nur die besten Call of Duty Spieler bekommen. Verbündete achten. Training abgeschlossen. Ihre Leistung war gut. Nicht schlecht. Oh, danke. Rüber zum Granatenplatz. Wow. Du musst mit den variablen Granaten üben. Ein Granatenplatz gibt's auch noch. Hätte ich jetzt nicht so gedacht. Okay, wo ist der denn? Hallöle? Wo ist Granatenplatz? Ach da. Ja, schauen wir wieder GTA. Die Simulation ist jetzt startbereit. Verstanden. Mitchell und ich sind in einer Minute da. Schnapp dir ein paar Granaten und absolviere den Trainingskurs. Bei variablen Granaten. Okay, wo krieg ich Granaten? Wechseln, je nach Bedrohung. Aktiviere die Konsole. Okay, ich aktiviere. Wirf eine Warngranate! Okay. Oder ist das die Warngranate? Was, das sind Leute? Um diese Ziele zu treffen. Auf EMP wechseln und die Drohnen ausschalten. Ja, wechseln. Fuck. Ich. Wirf eine intelligente Granate und visiere ein Ziel an, um sie zu lenken. Nur Granaten, Mitchell. Gut, mach's okay, nochmal. Diesmal als nur richtige Granaten. Herausforderung. Aktiviere Granatentraining. Ja, ich setze ja Warngranaten ein. Aber weißt du, wie schwierig so eine Warngranate ist? Zumal ich gar nicht weiß, wie man eine Warngranate einsetzt. Ah, das ist zu viel, zu viel! Training abgeschlossen. Ihre Leistung war Durchschnitt. Durchschnitt trifft's ganz gut. Ihr Durchschnitt. Und wem interessiert das? Dann bin ich halt Durchschnitt. Oder besser noch als unterer Durchschnitt. Aber ich fand dieses Granatentraining, das war jetzt wirklich schwierig. Also das war absolut irgendwie schwer. Also das fand ich jetzt irgendwie total scheiße einfach nur. Okay, was haben wir hier? Die heilige Waffenkammer. Zumindest ein Pass Stück auf, davon. Eins wird uns zusehen. Diesmal gehe ich vor. Ausrüsten. Gerne. Habe ich auch die Knapp. Oh ja, gerne. Die Knarre nehme ich doch gerne. Habe ich schon. Wartet mal. Ja. Oh, die hat nur zwei Schuss. Warte mal, da steht jetzt Batterie. Bewegung, Kleiner. Nein, nicht dieses komische. Ja, okay, meine Fresse. Also wenn der mit seiner Freundin Joker, oder Frau shoppen geht. Schalte die Simulation diesmal auf Angriffsmodus. Die arme Frau. Verstanden, es kann losgehen. Bereite Angriffsmodus vor. Okay, ich bin da, Leute. Simulationsstart in 3, 2, 1, okay, ausführen. Ich gehe vor, meine Richtung. Da kommen sie! Ausschalten! Setz den Overdrive ein! Ich schalte sie aus! Ja, dieser Overdrive nützt jetzt aber auch wenig, da ich jetzt nur zwei Patronen im Magazin habe.
Mann, Joker! Atlas 01, wir registrieren. Hatte der läuft Joker mir mitten ins Gesicht. So, schnell auslöschen. Wir müssen den Präsidenten retten. Welchen Präsidenten auch immer. Ich würde einfach mal sagen, wir müssen den Präsidenten der Vereinigten Staaten retten, wahrscheinlich wieder. Okay. Nein, das ist schlecht mit dem langsam schießen. Da sollten sie vielleicht auch so einen speziellen Multiplayer rausmachen. Mit dem DLC, finde ich. So ein Modus, dass man nur so langsam schießen kann, aber sich dafür schnell bewegen kann. Sanitäter, wer braucht einen Sanitäter? Ich brauche keinen. Also gut, wähl deinen Zugangspunkt. Wir treffen uns beim Medienraum. Okay. Vorstoßen. Tun wir doch gerne. Aber nicht. Ich rennt die Granate. So Leute, ich muss leider mal kurz unterbrechen. Bis gleich.